Ja, hallo. Guten Tag. Ich eröffne hiermit die Kundgebung, die Samstagkundgebung zur Rettung, sozusagen zur friedlichen Rettung der Welt. Das ist unsere Aufgabe. Wir versuchen, für den Frieden zu sein, und der Frieden ist ja sehr gefährdet. Von daher eröffne ich jetzt das Treffen. Wir machen das ungefähr eine Stunde, und jeder, der sich ein Interesse hat, kann sich anmelden und kann dann auch am Mikrofon sprechen, auch wenn er eine ganz andere Ansicht hat. Ja, ich werde erstmal mit einer eigenen Rede anfangen, und die ich jetzt gerade nochmal für heute produziert habe. Und die also sozusagen versucht, das auf den Punkt zu bringen, was in dieser Welt im Wesentlichen schiefläuft. Die Menschheit wird ja durch ihren Erfindungsreichtum immer wohlhabender. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille, denn gleichzeitig besteht die Gefahr der Selbstvernichtung, insbesondere durch einen Atomkrieg und inzwischen auch durch andere Waffenentwicklungen. Wenn wir nicht das Prinzip der gemeinsamen Sicherheit von Willy Brandt, wenn wir darauf nicht zurückkommen. Wir müssen wieder zurück zu dem Prinzip der gemeinsamen Sicherheit. Das heißt, wir dürfen nicht nur an die eigene Sicherheit denken, sondern müssen auch daran denken, den Sicherheitsbedürfnissen der anderen Völker entgegenzukommen. Ja, ein anderes, das wurde uns bei uns in Europa durch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa teilweise geschafft, und die gibt es ja auch noch, und sie hat jetzt in der Ukraine sehr wertvolle Dienste geleistet. Leider hat die Regierung aber seit 1989 diesen Pfad verlassen und überwiegend auf die NATO gesetzt. Und die mit ungeheuren Rüstungsausgaben und zunehmenden Kriegen die Welt unsicher macht. Die NATO macht die Welt unsicher. Das ist bei unserer Propaganda ist das natürlich ein bisschen, klingt das anders. Also von daher gut. Ein anderes Problem ist der Krieg zwischen Arm und Reich oder Reich und Arm. Der Milliardär Warren Buffett hat bekanntlich gesagt, dies sei zurzeit der wichtigste Krieg. Und seine Klasse, die Reichen, würden ihn gewinnen. Die Herrschenden drohen, diesen Krieg wirklich zu gewinnen, durch ihren übergroßen Einfluss auf die sogenannten Leitmedien, die uns viele Tatsachen vorenthalten und andere verzerren, sodass wir die Lage nicht objektiv sehen können. Zum Beispiel die vielen verhungernden Millionen Verhungernden jedes Jahr, dass man da kaum drüber redet, das wird nur so ein bisschen im Nebensatz gesagt. Das ist aber ein Hauptproblem, eines der großen Hauptprobleme. Dann durch die gezielte Propaganda ihrer Thinktanks. Besonders wichtig sind die für die sicherheitspolitischen Planungsgruppen. Und durch massive Lobbyarbeit in unseren Parlamenten und die stetige Beeinflussung unserer Abgeordneten. So lässt sich der CDU-Vorsitzende Kauder immer wieder im Schwarzwald wählen, wo die größte Kleinwaffenschmiede Deutschlands liegt, nämlich Heckler und Koch. Die haben schon Millionen von Toten auf ihrem Gewissen, aber schlafen damit anscheinend noch ganz gut. Durch den zunehmenden Anteil der Wenigverdienenden, das ist das Stichwort Arm durch Arbeit, ja, das ist also die Leute, die eben nicht Hartz IV bekommen wollen, sondern versuchen zu arbeiten, die kriegen auch nicht mehr Geld als Hartz IV. Also die sind eben Wenigverdienende oder sind Aufstocker. Also von daher sind das eben, ja. Wir müssen uns dagegen auflehnen wir sollten uns dagegen auflehnen und jede Möglichkeit dazu nutzen. Dazu sollte also man auch natürlich die Wahlen beeinflussen wenig, aber sie beeinflussen ein bisschen das Ganze. Und von daher ist das Mist, wenn man nicht wählt. Das ist ein Ergebnis der Elitenpropaganda, dass sie das hingekriegt haben, dass die armen Leute in der Regel nicht wählen. Deswegen haben die armen Leute wenig Lobby. Das ist gerade die Linke, die das macht, und die hat 10%, knapp 10% oder sowas. Also, okay. Also wir sollten eben deswegen auch wählen, um gute Leute an die Spitze der Regierung zu bekommen, die bei Abstimmung für gute Gesetze stimmen. Und auch auf die Straße gehen, um schlechte Gesetze wie die dramatische Ausweitung der Polizeibefugnisse dagegen zu protestieren. Aber auch gegen die Massenaushorchung und gegen unseren sogenannten Verfassungsschutz, der ständig gegen unsere Verfassung verstößt.
ja, wie er die Ermittlungen, wie die der NSU-Morde offensichtlich sabotiert hat. Wir müssen gegen die Schwächung unserer Gewerkschaften durch Hartz IV und Agenda 2010 vorgehen, die zu stagnierenden Löhnen führen, was den Euro aufgrund des daraus resultierenden Exportüberschusses kaputt macht. Wir müssen für bessere Löhne kämpfen, um die zunehmende Armut in unserem Land zu mindern, aber auch um den Euro zu retten. Insgesamt müssen wir, damit es uns gut geht und wir überleben, eine große Protestwelle auslösen. Bisher sind wir noch nicht sehr erfolgreich. Ich sehe nur eine kleine Protestwelle, die hier ist, aber immerhin. Und übrigens als Nachsatz, dass mir der Frieder abgeraten hat, das zu machen, aber ich wollte es jetzt doch nochmal sagen, weil das Linken-Propaganda ist jetzt. Gell? Ich möchte statt Angela Merkel Sarah Wagenknecht als Bundeskanzlerin. Denn sie ist... Jawohl. Sie ist ebenfalls intelligent. Angela Merkel, Intelligenz kann man ja nicht absprechen. Sie hat es ja geschafft, sich lange da oben zu halten. Aber sie kennt sich, die Sarah Wagenknecht kennt sich in Sachen Wirtschaft viel besser aus als die Merkel und ist aber auch für soziale Mindeststandards und für die öffentliche Macht über die Privatwirtschaft. Von daher wäre das deutlich besser. Okay, das war meine Rede und jetzt vielleicht irgendjemand, schafft es irgendjemand anderes, sich aufzuraffen? Okay. Danke, Helmut. Ja, ich bin Michael Köllisch und ich wollte nochmal euer... und ihr im Augenmerk auf die Kriegsausgaben, auf die Rüstungsausgaben lenken. Es ist ja so, dass die NATO mit USA und allen NATO-Partnern zusammen 910 Milliarden Dollar für die Rüstung ausgibt. Das ist eine sehr große Zahl. Eine Milliarde sind ja bekanntlich 1.000 Millionen Dollar. Dafür kann man eine ganze Menge Rüstung kaufen. Und wir rüsten ja gegen die Gefahr, in Anführungsstrichen, aus dem Osten, die uns aber bisher noch nie was getan hat. Jetzt muss aber raten, was Russland für Rüstung ausgibt. Also nochmal, wir geben 910 Milliarden aus und die Russische Föderation gibt nicht ganz 60 Milliarden für die Rüstung aus, tendenzfallend. Diese riesige Überlegenheit der NATO sollen wir jetzt halt noch verbessern, indem wir unsere Rüstungsausgaben um weitere 30 Milliarden, also bis auf 2% unseres Bruttoinlandsproduktes, hochschrauben. 30 Milliarden, die dringend gebraucht werden, um die zerfallenden Schulen, die zerbröselnde Infrastruktur zu retten. Das ist falsch. Das kann nicht richtig sein. 910 Milliarden gegen 60 Milliarden und wir wollen noch zulegen. Dagegen müssen wir protestieren. Ja, ich bin der Reinhard Schmidt und ich habe vielleicht wieder was Neues ausgegraben. Was ich immer schon sage, 6 Personen gehört so viel wie 3,5 Milliarden Menschen. Das heißt, um es hochzurechnen, 3.500 Millionen Menschen. Und die haben sich jetzt wieder was einfallen lassen, was Neues einfallen lassen, oder machen es ja immer und versuchen durch immerwährenden Druck die anderen Völker sich gefügig zu machen. Im Moment ist es so, dass Saudi-Arabien übers Rote Meer, durch das Tor der Tränen, keine Tanker mehr fahren lässt, weil die durch die Milizen angegriffen werden können aus dem Jemen. Und die USA hat jetzt bekannt gegeben, dass sie noch in diesem Monat die Atomanlagen im Iran ausschalten will. Ja, wie durch Bombardierung oder was. Ob das nachher wirklich so kommt, das weiß man nicht, weil Trump ist ja er ist bemüht, die Leute erstmal aus dem Gleichgewicht zu bringen, um sie in eine Richtung zu schubsen, um dann sein wirkliches Wollen, seine wirklichen Ziele durchzusetzen. Die Iraner haben gesagt, wenn das so kommt, dann werden sie den Persischen Golf am Horn unten zumachen. Das heißt, Saudi-Arabien kann gar kein Öl mehr liefern. Und
und die Iraner sollen es ja nicht. Und da kann man sich dann drauf gefasst machen, auf einen Ölpreis von über 100 Dollar, stramm über 100 Dollar, weit über 100 Dollar, im dreistelligen Bereich, kann auch bis 300 oder 500 hochgehen. Was das für die Bevölkerung hier dann heißt, das kann sich ja jeder selber ausmalen. Dankeschön. Was das bedeutet. Also, wenn der Ölpreis hochgeht, dann ist das ja eigentlich auch ganz gut, weil die erneuerbaren Energien dann deutlich gefördert würden. Das wäre ein dramatischer Vorteil für die erneuerbaren Energien. Andererseits ist es natürlich politisch erstmal ein dramatischer Rückschlag für alle möglichen Leute, die auf Öl angewiesen sind. Und das sind im Moment ja noch sehr, sehr viele Länder. Also von daher, China versucht jetzt voll auf Solarenergie zu gehen, aber sie machen natürlich auch Öl und Gas und so weiter. Also sie haben ja einen Riesenverbrauch. Also von daher, gut. Aber das ist natürlich eine wahnsinnig gefährliche Situation, wenn die den Gang zumachen, dann wird sicher der Krieg ausbrechen und dann Katastrophe. Gell? Also von daher, und dann werden sie es aber trotzdem langfristig schaffen, das zuzumachen, weil das kann man schlecht verhindern. Also von daher denke ich mal. Also da jedenfalls könnte ich mir vorstellen, dass es relativ lange dauern würde. Okay, ja, also das waren erstmal unsere Beiträge. Machen wir jetzt eine Pause oder wie sieht das aus? Aha. Wir sind ja heute wieder beim Informationsstand der Bürgerinitiative und da kann ich jetzt nahtlos anschließen, was Helmut gerade sagte, die Abhängigkeit vom Öl. Unterschwellig arbeitet auch Braunschweig daran, diese Abhängigkeit von Gas und Öl, es geht ja auch um russisches Gas vor allen Dingen, dort herunterzuschrauben. Das ist natürlich auch eventuell nicht nur ganz zufällig. Die neue Anlage, die jetzt geplant wird an der Uferstraße, soll nämlich von Kohle ja weg. Und anstatt man dann die sauberste Energie nimmt, solange man eben noch nicht völlig regenerative Energie hat, versucht man jetzt von Kohle umzuswitchen auf Müllverbrennung. Müllverbrennung, das heißt, alles ist einem lieb. Hauptsache, man muss nicht abhängig werden vom Gas, nämlich vom russischen Gas. Das wird so nicht gesagt, sondern es versteckt sich natürlich dann hinter ökonomischen Kategorien, ökonomischen Faktoren. Aber eins muss doch wohl klar sein, wenn wir hier anfangen, Altholz zu verbrennen, das ist jetzt in der Ausschreibung, es liegt beim Gewerbeaufsichtsamt eben der Antrag vor von BS Energy, dass man jetzt eine 100-Megawatt-Anlage, sogenannte Biomasse-Kraftwerk, baut, um dort die fehlenden Kapazitäten für Wärme in der Stadt, wenn die Kohleanlage abgeschaltet wird, die muss abgeschaltet werden, die fährt auf der letzten Ausnahmegenehmigung schon seit Jahren, seit 2013 und 2022 muss ein neues Kraftwerk schon in Betrieb sein, wenn man überhaupt noch, das was man auch vorhat, natürlich Bundeszuschüsse haben möchte. Und diese Bundeszuschüsse gibt es aber tatsächlich, indem man so Art Müll, auch Hausmüll verbrennt, nicht nur die Abfälle aus dem Wald, sondern also auch die Holzschnipsel, alles, dass die Wälder leergeräumt wird. Nun kann man damit nicht viel machen, das sind riesige Mengen, die man da reinfahren muss. Da wird ein Pendelverkehr ist geplant mit Groß-LKWs bis rein, kurz vor die Innenstadt, in die Hamburger Straße, das muss man sich auch mal vorstellen. Also da werden wir auch in der neuen Zeitung drüber berichten und was man da noch machen kann, denn die Ausschreibung läuft im Moment noch, man kann auch noch Einwendungen erheben und man muss natürlich die Forderung aufstellen, dass wenn jetzt schon ein Ersatzkraftwerk gebaut wird, dann bitteschön auf Gas und nicht auf Müllverbrennung. Denn wir kriegen hier Einträge im Umweltbereich, die haben sich gewaschen. Zum Beispiel, wenn wir erstmal hier ein großes Quecksilberproblem haben. Und das ist ein Grund, man wollte ursprünglich mit der Uferstraße, mit dem Kohlekraftwerk auch den großen Schornstein umlegen, also beziehungsweise abbauen. Das kann man dann nicht mehr. Bei Gas brauche ich keine hohen Schornsteine. Da würde es reichen, das über die Dächer zu heben. Die Abluft, das ist ja im Wesentlichen Kohlendioxid, was entsteht, und Wasserdampf. Aber wenn ich jetzt Müllverbrennung anfange, habe ich die ganze Litanei von allen Schadstoffen, die natürlich im Holz sind, das ist bearbeitetes Holz von Dachstühlen. Das ist Sperrmüll, der dann rangekarrt wird. Und das geht weit in die Komponenten von Hausmüll hinein. Wer da Interesse hat, das sehen will, kann sich diese Sachen hier am Infostand bei mir auch einsehen. Aber wie gesagt, in der neuen Zeitung, die in 3 Wochen rauskommen wird, werden wir das umfangreich bearbeiten. So, jetzt haben wir ja die drei gegen den Krieg, die heute leider verhindert sind.
Und deswegen muss ich ja einen Passus vielleicht jetzt übernehmen. Es ist ein interessanter Beitrag erschienen auf Braunschweig Spiegel zur NATO und hinterfragt worden, ist die NATO ein Friedensbündnis? Und das möchte ich hier mal ganz kurz zur Kenntnis geben. Das NATO-Militärbündnis unter US-Führung gewinnt ja immer mehr Mitglieder. Es erweitert sich also ständig, Jahr für Jahr, und die Militärübungen werden ausgeweitet und auch die Mittel, die finanziellen Mittel werden ausgeweitet. Zur Erinnerung, als Deutschland wiedervereinigt wurde, das war nur möglich, weil Russland seine Armee ja zurückgenommen hat und ganz viele Bundesgenossen im Warschauer Pakt verloren hat. Der Warschauer Pakt ist aufgelöst worden. Und in dem Maße, wie der Warschauer Pakt sich auflöste, tat das aber nicht die NATO, sondern die NATO nutzte das und weitete sich nach außen, nach Osten aus. Nach der deutschen Wiedervereinigung hat Russland daraufhin der NATO mehrfach Gespräche angeboten zur Abrüstung und über Frieden in Europa. Und unter Berücksichtigung natürlich aller Sicherheitsinteressen. Russland hat auch Sicherheitsinteressen, muss man noch sagen. Die NATO hat darauf reagiert. Wie hat die NATO reagiert? 1999 erfolgt die Erweiterung auf Polen, Tschechien, Ungarn. 2004 die Erweiterung nach Bulgarien, Estland, Litauen, Lettland, Rumänien, Slowakei, Slowenien. 2009 Erweiterung ging weiter nach Albanien und Kroatien. 2017 dann Aufnahme von Montenegro. Jetzt 2018 laufen Beitrittsverhandlungen mit Georgien und Mazedonien. Und die Ukraine auch. Die Ukraine wird jetzt schon die Teilnahme an NATO-Versammlungen gestattet. Mit Finnland und Schweden wurden im Mai dieses Jahres Verträge mit zur gleichberechtigten Teilnahme an Militärmanövern zugestanden. Und es ist immer schlecht, wenn man nicht den eigenen Text hat, dann hat man nämlich nicht auswendig. Zurzeit trainieren NATO-Geschwader und Kriegsübungen im Schwarzen Meer mit Teilnahme der deutschen Bundesmarine. So viel zur Frage NATO und wie sukzessive genutzt wurde die vermeintliche Schwäche des ehemaligen Warschauer Pakts und der Warschauer Paktstaaten. Und das Ganze bildet sich natürlich auch finanziell ab. Die Militärausgaben auf westlicher Seite, sage ich mal, steigen, weil ja die ganzen Militäretats von diesen ganzen ehemaligen Satelliten des Warschauer Paktes, das geht natürlich jetzt alles rüber und wird auf Seiten der NATOs angelegt. Das Militärbudget der NATO liegt bei 1 Billion $ pro Jahr. Russland hat gerade mal den 15. Teil, 70, schlimm genug, auch viel zu viel, 70 Milliarden. Aber man muss das mal im Verhältnis natürlich sehen. So, und da stellt sich dann natürlich die Frage, wer bedroht denn hier bitteschön wen? Und wann kann endlich mal angefangen werden, dort vernünftige Verhandlungen zu führen unter Berücksichtigung auch der nachvollziehbaren Sicherheitsinteressen Russlands. So viel dazu. Wir haben da am Infostand hier ein Blatt ausliegen, Dialog statt Eskalation. Wer das mal sehen will, es gibt durchaus auch in der Bundesrepublik in den Parteien einzelne Leute, die diese Umstände, die ich eben hier so ganz kurz mal zusammengefasst habe, dort ins Spiel bringen und sagen, lasst uns bitte endlich anfangen, vernünftig miteinander zu reden und nicht immer das Muskelspiel. Soweit der Beitrag hier von meiner Seite. So, wer möchte noch? Ja, man fühlt sich in unserer repräsentativen Demokratie zunehmend nicht wirklich repräsentiert. Ich weiß noch sehr gut, dass als die Grünen erstmals im Bundestag waren Schröder und Fischer als Bundeskanzler und Außenminister die Regierungsgewalt übernahmen, dass dann erstmal die Bundesrepublik Jugoslawien von uns völkerrechtswidrig in einem ganz stinknormalen Angriffskrieg bekämpft und bombardiert wurde. Man war also für Frieden, hatte die Grünen gewählt und plötzlich wurde Jugoslawien bombardiert. Das war ja nicht wirklich das, was die Grünen Wähler so im Sinn gehabt hatten. Dann, sagen wir mal, man war für Soziales, wählte die SPD und was passierte dann? Die Agenda 2010 wurde eingeführt und der größte Niedriglohnsektor Europas wurde begründet. Auch das sicherlich nicht so ganz im Interesse der SPD-Wähler.
Es wäre wahrscheinlich gut, wenn zu der repräsentativen Demokratie, die ja eigentlich so ein bisschen mehr ein Schutz vor Demokratie als eine Methode zur Verwirklichung der Demokratie zu sein scheint, wenn also statt der repräsentativen, wo wir wen wählen, der dann 4 Jahre macht, was er will, wir vielleicht durch die elektronischen Medien begünstigt, mal selber versuchen, über Fragen abzustimmen. Es gibt also zum Beispiel eine Möglichkeit, die Democracy App von www.democracy-deutschland.de. Da werden anstehende Bundestagsabstimmungen dargestellt mit den Argumenten pro und contra und dem Ergebnis der Beratung der Bundestagsausschüsse dargestellt und man kann abstimmen. Sicherlich stimmen da die meisten dann gegen die Fortführung der diversen Militäreinsätze und gegen die Erhöhung des Rüstungsetats. Solange da nur 2000 Leute abstimmen, ist das nicht weiter interessant. Aber sagen wir mal, wenn da 20 Millionen abstimmen würden, dann wäre das natürlich schon ein Wort. Also würde ich vorschlagen, dass wir uns die Beteiligung an solchen Aktionen überlegen und damit machen. Wollte ich nur ein paar Sätze noch sagen zur NATO. NATO hat ungeheure Rüstungsausgaben. Wie gesagt, es ist ja eine Billion, eine deutsche Billion oder eine englische, eine amerikanische Trillion, was da ausgegeben wird. Also ungeheure Summen. Das reicht vielfach für die ganzen Probleme dieser Welt. Also mit den Rüstungsausgaben könnte man vielfach die Probleme dieser Welt lösen. Also von daher ist das eine dramatisch wichtige Geschichte, was jetzt letztlich ist mir nochmal eine Sache bei Facebook nochmal aufgefallen, wo das auch wieder sehr gut stand, wo einer eine sehr gute Rede dazu gehalten hat. Also das ist dramatisch wichtig, was eben bei uns, bei unserer Propaganda läuft das nicht so klar da. Da wird es nicht so klar, aber das sind ungeheure Geschichten, die uns alle betreffen, weil das auch jeden Einzelnen betrifft, weil man da viel mehr Geld bekommen würde, wenn diese ganzen Ausgaben nicht wären oder wenn das die Ausgaben für sinnvolle Sachen verwendet würden, für den öffentlichen Reichtum sozusagen. Der öffentliche Reichtum ist ja stark vermindert worden. Man müsste den öffentlichen Reichtum wieder kräftig ausweiten und das kann man, damit eben auch arme Leute sozusagen den Vorteil haben. Ja, die andere Sache zur Demokratie, also Demokratie ist halt im Moment, wie der Mausfeld, wie Professor Mausfeld aus der Psychologe dazu sagt, ist im Moment ja gar nicht so gut möglich, weil die Propaganda läuft, weil wir alle einseitig beeinflusst werden, weil unsere Nachrichten halt nicht wirklich objektiv unterschiedlichste Meinungen, Gegenmeinungen und dritte Meinungen und so weiter gesagt werden und die bunte Mischung der Meinungen auf uns einprallt, sondern sie werden gefiltert. Und sie werden kräftig gefiltert, sodass also nur kleine Teile dieser Meinung sozusagen offizielle Teil unserer Diskussion sind. Das heißt, da müsste man wirklich etwas tun. Da müsste man die Demokratie deutlich verbessern und dann insbesondere über die Medien. Man müsste Mediengesetze machen, mit denen man halt das erreicht, dass die Medien objektiver werden und das und so weiter. Also da müsste man sicherlich kräftig dran arbeiten. Okay, das war erstmal mein Beitrag. Ja, zum niedersächsischen Polizeigesetz, was neu geplant ist. Es ist also keineswegs so, dass sich das nur gegen IS-Gefährder richtet, sondern es wird sich auf alle Fälle gegen alle richten, die jemals gegen irgendetwas politisch demonstrieren wollen. Wenn dieses Gesetz durchkommt, traut sich keiner mehr an einer Demonstration teilzunehmen. Das ist die Gefahr, weil der Polizei so unendlich viele neue Möglichkeiten gegeben werden, schon vorbeugend Menschen einzusperren. Ohne richterlichen Beschluss können sie Fußfesseln anlegen und so weiter. Das ist eine ganz große Gefahr für unsere Demokratie. Ah ja, so. Sehr gut. Das war jetzt alles, was ich noch so schnell konnte. Ja, sehr schön, sehr schön. Gut, okay. Ja, eine Sache kommt mir noch in den Sinn. Wir haben ja früher immer unsere Eltern gefragt, sag mal, wie konnte es sein, dass ihr bei den, im Zweiten Weltkrieg so mitgemacht habt, dass keiner was gesagt hat, als die Juden in die Konzentrationslager verbracht wurden und dort vernichtet wurden.
Wie konnte so ein Angriffskrieg einfach von deutschem Boden aus geführt werden? Ja, und da sagten sie, ja, wir haben davon, tut mir leid, wir haben davon irgendwie nicht so richtig was gewusst und wir hätten nie gedacht, dass unsere Regierung, also damals Adolf Hitler, irgendwas macht, was nicht rechtens ist. Das konnten wir uns absolut nicht vorstellen. Und in den Zeitungen wurde auch gesagt, dass wir von Polen angegriffen worden waren, in Klammern um 5.45 Uhr wird zurückgeschossen. Also wir waren der Meinung, dass das so im Großen und Ganzen zwar nicht wünschenswert war, keine gute Entwicklung, aber dass unser Staat doch unschuldig in diese Dinge verwickelt worden war und nur das Richtige zu seiner Verteidigung tat. Und da sagte man, boah, wie konnte das bloß passieren, das hättet ihr doch merken müssen, dass das alles falsch war und so. Tja, und heute geht es uns doch eigentlich genauso. Unsere Truppen stehen wieder an den Grenzen Russlands zum dritten Versuch nach Napoleon und Hitler. Well, da dürfen zwar keine Truppen stationiert werden, deshalb rotieren sie schlauerweise. Also die Kompanien und Regimenter werden so in regelmäßigen Abständen umgeschichtet, sodass keine Stationierung besteht. Aber letztlich rasseln wir wieder mit dem Säbel, so was weiß ich, 200 Kilometer vor Leningrad stehen wir schon. Und jeder denkt, das ist okay, weil die bösen Russen, was haben die denn getan? Ach ja, die haben die Krim annektiert, wobei das ja wohl in Wirklichkeit eine Sezession war. Es hat eine Abstimmung stattgefunden und die Bevölkerung, die ja überwiegend auch russisch ist, hat dafür votiert, sich von der Ukraine, in der ein Putsch stattgefunden hatte, zu trennen und wieder zu Russland zu gehören. Das ist was anderes als eine Eroberung, als eine Annexion. Also wir stehen so ohne richtigen Grund wieder an der russischen Grenze und wenn wir Pech haben, werden wir in einen weiteren Krieg verwickelt. Wir sind schon in Kriege verwickelt. Wir haben eine friedensbringende Mission in Syrien, die unterstützen wir. Das ist ja so, als wenn man bombardiert jetzt Syrien, um den IS zu treffen. Das wäre so gewesen, als wenn die Russen uns damals bombardiert hätten, um Baader-Meinhof zu treffen. Ja, wir bombardieren jetzt mal Köln, weil wir kämpfen gegen die Baader-Meinhof-Bande. Ja, da hätten sich die Kölner auch schön bedankt. Also wir müssen bitte sehr aufpassen, dass wir nicht das Gleiche tun wie unsere Eltern und Großeltern im Zweiten Weltkrieg, dass wir der Kriegspropaganda nicht aufsitzen und dass wir dafür sorgen, dass die militärischen Aktionen, die von uns mitgetragen werden, beendet werden. Ja, also dieser Gedanke früher und heute ist eben wirklich auch wichtig. Man setzt sich, man fühlt sich so überlegen für die seinerzeit hier Nazi-Angehörigen, Nazi-Gläubigen. Aber es ist ja heute leider nicht viel besser. Also es ist zwar so, dass unsere Regierung noch nicht ganz so schlimme Sachen macht, aber sie macht schlimme Sachen. Sie greift zum Beispiel Syrien an. Syrien ist ein Völkerrechtsverbrechen, das ist eine Riesenschweinerei. Ja, für Syrien ist ein Völkerrechtsverbrechen. Oder dass wir zustimmen, dass die USA von uns aus ihre Drohnenmorde begehen. Das ist auch ein Völkerrechtsverbrechen. Also von daher, wir sind leider nicht viel besser als seinerzeit. Wir haben, in der Masse ist es noch deutlich weniger. Wir hatten seinerzeit in 6 Jahren 60 Millionen Leute getötet sozusagen oder töten, also so die eigenen Toten und die an fremden Toten, aber es waren ja weniger eigene Tote als fremde Tote. Also 60 Millionen sind seinerzeit, fast die Einwohnerzahl von Deutschland ist seinerzeit vernichtet worden. Das könnte bei einem großen Krieg jetzt noch deutlich schlimmer werden, es würde ein Holocaust und es könnte sein, dass alle sterben. Und die Leute sind so blöd und machen das einfach. Also sie lassen diese Sachen zu, obwohl Willy Brandt uns einen Weg gezeigt hat, wie man drumherum kommt. Mit der Organisation für Sicherheit und Zusammenhalt in Europa war es eine gute Entwicklung. Das war ein guter regionaler Verbund. Das müsste man auf allen Ebenen machen, also auch Amerika, Südamerika, Nordamerika und so weiter müssten auch sowas machen. Und natürlich die UN hat ihren Sicherheitsrat, hat ihre Völkerrecht. Und die Völkerrecht wird ständig gebrochen. Also von daher, also gut, früher und seinerzeit ist eben wirklich ungefähr das Gleiche. Man muss halt kräftig kämpfen und im Moment sind wir relativ wenig, aber immerhin hat es anscheinend gereicht, dass im Moment doch kein großer Krieg ausgebrochen ist. Kleine Kriege werden ja immer mehr, also eine ziemliche Katastrophe. Und die armen Leute, die aus den kleinen Kriegen dann weggeschwemmt werden, die kommen dann bei uns an und versuchen bei uns heimisch zu werden und
Ja, und das führt dann bei uns zu Protesten. Aber wir haben mit unseren Waffenexporten und mit unseren Kriegen sind wir dabei. Also von daher, wir machen zwar immer nur an zweiter, dritter Stelle mit, so ein bisschen hinten rum, sie machen so ein bisschen was, aber finanziell sind es ist wichtig. Wir machen die Embargos mit und so weiter. Also von daher ist das eine Riesenschweinerei. Okay, also das war eine Bemerkung zu deiner Bemerkung. Ja? Okay. So, jetzt haben wir 40 Minuten. Anscheinend seid ihr ganz... Dann breche ich jetzt ab, dann sagen wir sozusagen Schluss. Das war's für heute. Dieses Mal war es noch ein kleiner Samstag. Das nächste Mal machen wir versuchsweise einen etwas größeren Samstag-Kundgebung, die einmal pro Monat. Das erste Mal ist der erste Mal im Monat. Wir besprechen da gleich nachher nochmal, ob uns was dazu einfällt, wen wir da einladen könnten und so weiter. Und da müsste man halt auch ein bisschen Reklame dafür machen. Okay, dann bis dann. Tschüss.